Crockett. Ja, Sir. Das soll wohl ein Witz sein. Was will da zum Teufel? Da ist nichts, was wir uns zu sagen hätten. Gehen Sie hin. Marty. Vielleicht gibt er einen Hinweis auf den Tipp. Sie zu sehen. Sparen Sie sich das, Frank. Kein Grund zur Verbitterung, Crockett. Ich habe meinen Frieden gefunden. Ich weiß, warum ich hier bin. Weswegen haben Sie mich kommen lassen? Jedermanns Recht, seinen Anklägern gegenüberzustehen. Nicht viele Menschen genießen den Luxus, ihre genaue Todesstunde zu kennen. Ich verliere das Interesse. Sie sind nicht dafür verantwortlich, dass ich hier bin. Das sollen Sie wissen. Es kommt die Zeit, wo Sie Gott um Vergebung bitten, wo Sie Ihren Frieden mit Gott schließen wollen. Und ich möchte, dass Sie daran denken, dass ich Sie nicht verantwortlich mache. Das ist ja ganz reizend von Ihnen, Frank. Ich werde es mir merken. Frankl habe ich nicht getötet. Dafür habe ich andere Morde begangen, von denen Sie nichts wissen. Und ich sehe das so, dass ich für diese Morde sterbe. Also bin ich vollkommen gefasst und akzeptiere meinen Tod als gerecht. Ich sage Ihnen das, damit Sie sich für alle Zeit nicht schuldig fühlen sollen. Ist doch Ironie, finden Sie nicht? Ich sterbe für etwas, was ich nicht begangen habe. Behaupten Sie noch immer, Sie waren in Daytona? Darauf kommt es nicht an. Alles unwichtig. Wenn deine Tage einstellige Zahlen werden, werden deine Gedanken erstaunlich klar. Man begreift die Balance der Gerechtigkeit. Ich gehe dahin, wo es besser ist, Sunny. Danke, dass Sie gekommen sind.